diese Stadt gelehrt. Alles hat seinen Preis. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? Schau dir mal an, wie Bombe das Spiel aussieht, Mann. Of course, alles fett hoch. Also in dem ist es so, dass du exklusives Vollbild einmachen musst, damit du zum Beispiel 144 Hz auslösen kannst. Und das wirklich 1440p ist zum Beispiel. Und den Grafik habe ich natürlich alles gemaxt, ne, ist klar. Ich war zwar schon im Kapitel 4 beim Meister, also ich habe das zweimal durchgespielt oder so. Ich habe, glaube ich, 50 Stunden oder so das Spiel gespielt. Und ich habe mir gedacht, ich spiele es jetzt einfach nochmal, weil mir ist super langweilig. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und es sieht Bombe aus, ne? Wahnsinn. Und schau dir mal meine FPS an, die sind noch viel heftiger. Also der Durchgang ist jetzt so, dass ich niemanden töte und kein Damage bekomme. Also ich werde so spielen, dass ich kein Damage bekomme und so. Ist es Brot? Ja. Sieht nicht wirklich scharf aus. Angeblich fanden voll viele das Spiel voll scheiße. Weil ich habe ja auch ein paar Bewertungen davon gesehen. Ich muss echt sagen, also ich finde das Spiel Bombe und ich war echt traurig, als ich es durchgespielt habe, weil das Spiel ist einfach nur der Wahnsinn. Meiner Meinung nach. Alles klar, also ich benutze keinen Fokus. Denn ehrlich gesagt habe ich eh vergessen, wie der überhaupt funktioniert. Warte mal, habe ich alles erwischt? Also ich könnte meinen Fokus benutzen, werde ich aber nicht. Ich schaue schnell, wie man Fokus benutzt, damit ich den eben nicht benutze. Weiß schon für die Errungenschaft. Tastaturbelegung. Laufen, schleichen, drücken. Fokus ist F. Also niemals F drücken, egal was passiert. Alles klar. Es ist eigentlich scheißegal, welches Spiel du spielst, ne? In 1440p sieht alles viel besser aus. Stell mir vor, du spielst das Spiel in 4K, Digga. Wahnsinn. Ey, was passiert eigentlich, wenn ich da runterfalle, Mann? Da mag wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Ja, das Scheiße, der mag nur Vögel, Mann. Wo ist denn der so jetzt? Die Maussensitivität, wenn du das machst, ist ein Joke, Alter. Ey, könnt ihr Viecher jetzt mal im Maul halten? Ich schwöre, ich bring euch alle um, Mann. Ah, ich hab's verkackt. Warte mal, zuerst war das der ganz links, ne? Nope. 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 Nope.
Der Trick ist hier, auf seine Hände zu achten. Denn sobald er einen Stift erwischt, zucken seine Hände so komisch. Ich wollte nur mal sehen, ob ich das selber auch herausfinde. Aber scheinbar nicht. Weiß schon, ob man das irgendwie erspüren kann, aber das kann man nicht. Am besten ist, wenn du auf seine Finger... Tja, Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Doch, ist es, Mann. Das ist die Göre, die drauf geht, Mann. Beim nächsten Mal noch etwas lauter. Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon. Ich könnte auch mal den Bankraub machen, Mann. Die DLC ist jetzt verfügbar, Mann. Wonach ich suche? Nach Beute natürlich, Mann. Wonach denn sonst, Alter? Halt dein Maul, Mann. Geld regiert die Welt. Es ist eh sinnlos, mit einer Toten zu reden, ey. Ja, ich hab Moni gesehen. Schön, dass du es geschafft hast. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auch beides? Komm schon. Erledigen wir Bessos Auftrag. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du gehst gerne raus. Scheiße, ich darf auch keinen K.O. schlagen, Mann. Das wird zu nervig, die Mission. Du solltest dir auch so ein Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komme ich dann wohl nicht weiter. Das macht nichts. Laden wir ab, bevor der Midsommertag vorbei ist. Warum trinken wir nicht erst noch einen Schluck? Wir können den Kampf nicht einfach spielen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Nope, genau, eigentlich nicht. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. Das Spiel habe ich mich echt gefreut, habe es natürlich vorbestellt und alles, ne? Super Spiel, Mann. Komm schon. I really, really enjoy it. Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Bro, jump einfach runter, okay? Thanks. Du klaust aber schon noch, oder? Ich hab schon gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. Das ist der Garrett, den ich kenne. Ich höre nichts mehr, ist der größte Irrtum bei Kriminellen. Du hast was gehört, ne? Ein lautes Geräusch. Dann wirst du aufmerksam und denkst, oh, ich höre nichts mehr. Aber genau dieses laute Geräusch war die kriminelle Aktion und das ist, was viele Menschen nicht verstehen. Sieh mal, was ich gefunden habe. Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht?
Okay, was ist zwischen denen passiert? Das Ding hat tatsächlich nicht viel Story, Mann. Zumindest nicht zwischen den beiden, Mann. Ich check auch nicht, was deren Job ist. Vielleicht sollte ich mal ein älteres Thief spielen, aber die alten sind richtig nervig, die alten Games. Dude, hier war nicht mal Beute drin. Fuck you. Ein guter Dieb bin ich, Mann. Ich war nie hier. Dein ganzer Scheiß ist trotzdem weg. Eigentlich wollte ich durchs Schlüsselloch. Ah ja, genau. An Orten, an denen ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Das ist eine weise Entscheidung, mein Freund. Menge. Ja, das ist unser Beruf, Bro. Hör auf damit. Okay, wieder auf seine Pfötchen achten. Ne? Hier siehst du, wie seine Finger sich bewegen? Die streicheln so ein bisschen so creepy-artig sich selber. Und das ist, wo du weißt, dass du richtig bist, Mann. Du musst nur auf seine Finger achten. Es ist schwer, in dieser Gegend ein Geheimnis zu wahren. Ja, auf jeden Fall, vor allem, wenn man ständig irgendwo einbricht, wa? Bro. Ich war nie hier, Mann. Also ich gehe da mal, Jungs. Have a nice day. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. Scheiße, Alter, wo ist meine Beute? That's it? Jesus fucking Christ, muss ein armer Mensch sein. Und der hat keinen Vogel. Ah, doch, der hat einen Vogel. Ich dachte, der hat keinen Vogel, weil er ihn schon gefressen hat. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftsteinding, das Besso will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. Ja, du bist eben ein Veteran, Bro. Das ist, warum ich dich respektiere, Alter. Ist im Übrigen nur das Prolog. Es gibt, glaube ich, 8 Missionen oder so. In 3 davon werde ich cheaten, aber erzähl es niemandem, ne? Wegen der Errungenschaft, ich soll 3 Runden, 3 Kapitel kein Damage Ziemlich so bekommen. Viele Wachen. Oh Scheiße. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Okay, Mann. Fuck, Mann. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nicht.
Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Kein Geldbeutel, hä? Cheap fuck. Bronson, komm mal her. Ha? Kannst du mal dem Neuen helfen? Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, bevor er sich selbst anzündet. Schleicht da jemand herum? Ist nicht dein Ernst, Alter. Naja, kann man nichts machen, Mann. Okay, das wird so nicht funktionieren, Mann. Gott, ich wünschte, ich hätte diese scheiß Kralle. Jesus, I hate this. We doing it? Okay, we did it. Der Wichser hat kein Geldbeutel, das wird sein Glückstag. Und meiner, weil sonst müsste ich da extra ranmachen. Wow, war ja klar, wieso schockt mich das nicht? Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Boah, laber kein Sch... Laber kein Scheiß, Mann. I do it! Hell yeah, what... Komm schon, Bro. Komm schon. We did it. Das verdammte Feuer geht ständig wieder aus. Du würdest nicht mal eine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Komm schon. Was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und lebendig. Ich kann nicht, Mann. Ich kann nicht. Die Errungenschaft verbietet mir, das zu machen. Was? Er ist verletzt! Hier ist jemand! Das heißt, ich muss ihn ausknocken, ob ich will oder nicht. Ganz toll, Mann. Scheiß Errungenschaften, wa? Das ist ein Bullshit, ne? Es gibt hier eine Errungenschaft, ne? Hier, Spiel ohne Kill oder K.O. gemeistert. Excuse me? Das Spiel verlangt von dir, dass du einen ausknockst. Aber die Errungenschaft ist, dass du keine ausknockst. Wie soll das funktionieren? Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Das verdammte Feuer geht ständig wieder auf. Du würdest mal eine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Komm schon. Was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und lebendig.
Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du. Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Ja, stimmt ja. Das war der Hauptgrund, warum die nicht zusammenarbeiten. Sie killt immer alle. Und er ist der soziale Mann. Ablegen sieht irgendwie anders aus, aber wen juckt der Scheiß? Gibt's hier noch Beute? Nope, let's go. Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen. Lass sie rück, die Alte stirbt eh gleich. Dumme Bitch. Ich kann es verstehen, Diebe töten normalerweise nicht. Die sind viel zu gut dafür. Oder gute Professionelle halt, aber es gibt auch immer Dumme wie die. Gott, ich vermisse es, Spiele wie die. Diese verdammte Kralle hält dich auf. Nope, eigentlich ist das Ding super, Mann. Ich freue mich schon auf das Teil. Jesus fucking Christ. Eigentlich sollte ich eine Flasche nach ihm werfen. Fuck that shit. Was ist hier los? Was fragst du mich das, Alter? Komm raus! Oder geh dahin zurück, wo du herkommst! Tja, nicht jedes Geräusch bedeutet Ärger. Are you fucking kidding? Geh zurück auf deinen Posten, du dummes Stück Scheiße. Toll. Ich werd fast erwischt. Oh, heilige Alarmglocke. Wenn du so weitermachst, läufst du dir noch die verdammten Stiefel durch. Es geht um ein Mädchen. Sie will mich ihrem Vater vorstellen, aber er weiß nicht, dass ich bei der Wache bin. Und? Die Stadtwache steht für Ehre und Respekt. Stand sie. Ich weiß, Sir. Aber er glaubt dieses verdammte Gerücht, dass wir korrupt sind. Ach, tut er das? Dann solltest du ihm mal in seinen fetten Arsch treten, Junge, oder? Sir. Du, der will seine Lady beeindrucken, du Depp. Das macht man nicht, indem man ihren Vater zusammenfaltet, du Depp. Ja. Angst, dass ich dir zuvorkomme? Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Machen wir einfach unsere Arbeit. Also mein Job ist, die Alte jetzt zu bestehlen, Mann, und das mache ich jetzt. Ja, machen wir. Und zwar ohne dieses Ding. Der Veteran hat sie besorgt. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum die Alte verstirbt. Mit der Kralle hätte sie sich vielleicht retten können, ne? Aber wir haben sie ihr weggenommen. Was für eine Ironie, Alter. Ich nehme an, das ist unser Ziel, der Urkraftstein. Roben. Immer ein schlechtes Zeichen. Brüder Cornelius, Aldus, die Schlüssel!
Es ist Baron Northcrest. Wir sind hier, um die Stadt in ein neues Zeitalter zu führen. Voller Fortschritt und industrieller Aufklärung. Beginnen wir mit der Kanalisierung der Urkraft. Ja, läuft gar nicht gut. Sammler in Strakakan. Skimamakana. Komm schon, gehen wir runter. Das wird lustig. Nein, wir sind fertig. Es ist vorbei. Was? Machst du Witze? Etwas stimmt nicht. Es ist zu gefährlich. Du bist noch nicht so weit. Du weißt, dass ich kein Kind mehr bin. Ich schaffe das. Ich gehe da runter, mit dir oder ohne dich. Aber nicht ohne das hier. Ist schon lustig, Mann. Sie sind eigentlich der Grund für die ganze Scheiße, Mann. Yep, wir sind sowas von der Grund für die ganze Scheiße, die da abgeht. Who the fuck? Yep. Schon lustig. Hey, er wacht anscheinend auf. Los. Nicht so faul. Wir müssen in die Stadt mit ihm, bevor die Abriegelung losgeht. Langsam, Junge. Wir müssen ihn nur sicher zum Uhrenturm schaffen. Dann ist alles in Ordnung. Wohin des Weges? Zum Bäcker in Stone Market. Ah, hab ich mit dir geredet, Bastard? Hey! Geh weiter! Scheiß Bettler. Man vermisst die alte Wache. Die Stimmen! Die Albträume! Die Schwermut wird schlimmer. Überall außer Alldale. Irgendwie man muss was unternehmen. Die Sounds wir interessieren keinen Junge. Das wirst du bald lernen. Ihm geht es nur um den Fortschritt. Wollt ihr diese verdammten Rohre überall haben? Hey, du da! Das reicht jetzt! Na? Davon werden wir nicht satt! Davon werden wir nicht gesund! Du! Haltet euch für sicher! Nur weil ihr Dreck schaufelt für die Reichen! Der Baron hat einen Strick für jeden von uns! Doch Veränderung kommt! Orion wird sie bringen! Der Baron wird brennen! Seht! Seht! Sie fürchten die Wahrheit! Kopf runter! Du, mit wem redest du? Lauf! Ja! Halt! Ah!
Ganz schön verbuggt die Audio, heilige Scheiße. So gefällt Garrett mir gleich viel besser, Alter. Die Maske ist genau das Richtige für ihn. Das stimmt nicht. Ich muss den Schattenturm meinen Kopf freikriegen. Ja, du warst eine Weile weg, mein Freund. Lass den nicht entkommen! Ich bin hinter dir! Oh Scheiße, war das einer von den Cheats? Ich habe einen Trainer im Hintergrund laufen, aber ich habe ihn nicht aktiviert. Aber ich glaube, ich habe ihn gerade aufversehentlich aktiviert. Nope, das war nur mein TS, weil ich habe hier auch einen Trainer, ne? Ja, warte, bis zum Glockenturm gehen wir noch. Hingehen. Sperrstunde. Die Stadt abzuriegeln hält die Regierung auch nicht auf. Wir sitzen nur auf dem Sargdeckel. Ja, aber wir werden dafür bezahlt. Die Wache hat Stone Market abgeriegelt. Aber seit wann halten Schlösser mich auf? Sag mal, geh doch da runter, verfickte Scheiße, Alter. Ey, ganz im Ernst, wie zum Teufel springt man da gleich nochmal runter? Das geht mir so auf den Sack, wie macht man das? C-Fix. Die Kralle ist recht leise, wenn man sie richtig benutzt. Bei Aaron klang das Ding lauter, als es ist. Ja, die ist eh tot, Thema erledigt. Nein, so. Hört alle her!
Steinhauergasse ist über Nacht gesperrt. Kein Durchgang. Was siehst du dir da an? Den Preis dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang 100 hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das ist wie die Selbstmordung. Durch den Juwelier können wir die Tore hier umgehen. Ja, und nebenbei können wir die Scheiße noch ausnehmen. Die Maske stehlen. Ich bin huge Fan von dieses ganz schnell nach vorne bewegen. Nach dem letzten Glockenschlag in der Station? Alles klar, hier zu sein hilft mir kein Stück. Es wird spät. Nope, hast du nicht. Hast du nicht. Das hast du dir gerade eingebildet, du dummes Stück Scheiße. Du, der ohne diese Ding-Technik wäre ich so fett gefickt. Wäre ich echt gefickt gewesen, Alter. Gut, jetzt eigentlich die Chance, Mann. Oh shit. Bewohner oben. Dürfte nicht schwer sein, die Maske zu stehlen. So, mal sehen. Vetter,
Ich fürchte, dieser Brief könnte bei den vielen anderen landen, die oben im Regen verrotten. Beten wir, dass das nicht passiert, weil ich einen delikaten Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. Bei allen toten Göttern. Wo war ich? Reich machen könnte. Die Madame bekommt also eine vergoldete Kopie, besetzt mit erstklassigem Glas, wie es sich für eine Hure ziemt. Ah, komm schon. Das wird unglaublich schwer, den Scheiß zu stehen, ohne ihn auszucken. Ich hab mir die Finger wund gearbeitet. Ja. Das ganze Geld steckt im Original. Ich bewahre es in meiner Werkstatt auf, bis du einen Käufer außerhalb dieser stinkenden Stadt findest. Ein Original und eine Kopie. Ein netter Schwindel, Lycroft. Gut, dass ihr es mir aufgeschrieben habt. Es wird spät. Dude, das wird so nicht funktionieren. Weißt du was? Fuck drauf, ich knapp den Wichser jetzt aus. Ich bin gut die Scheiße. No! Mir ist das verfickte Scheiße nochmal zu blöd, Alter. Whoa, wait a second. Wait a fucking second, Alter. Warte mal. Kann es echt sein, dass ich keinen ausnocken darf, Mann? Ein paar Wachen. Bewohner oben. Dürfte nicht schwer sein, die Maske zu stehlen. Das Lützen ist noch nicht wahr. So, mal sehen. Vetter. Ich fürchte, dieser Brief könnte bei den vielen anderen landen, die oben im Regen verrotten. Beten wir, dass das nicht passiert, weil ich einen delikaten Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. Bei allen toten Göttern. Wo war ich? Reich machen könnte. Die Madame bekommt also eine vergoldete Kopie, besetzt mit erstklassigem Glas, wie es sich für eine Hure ziemt. Ah, komm schon! Ich hasse diesen Scheißvogel. Macht beim kleinsten Geräusch ein Riesengezeter. Hätte ich so ein Prachtweib wie er, wäre ich längst oben im Bett. Hoffentlich kommt die Wache nicht auf dumme Gedanken. Dass ich die nicht auslocken darf, pisst mich voll an. Ich werde krank. Das spüre ich. Wie zum Teufel soll ich den Scheiß hier ausräumen, Alter? Vielleicht sollte ich mal nach seiner Frau sehen. Sieh dir das an. Ich würde ja selbst zugreifen, aber ich brauche den Job.
Ja, nach der Nacht hast du eh keine. Was hat er dann in seinem Tresor? Schleicht hier jemand herum? Fuck. Hier ist nichts. Halt dich bereit! Königreich für einen Kaffee. Ah? Offen! Ein Dieb ist eingedrungen! Endlich ist mal was Dieb. Los! Ja, hat sich erledigt. Ich darf kein. Weißt du was? Ich beende das jetzt hier auch, weil das dauert viel zu lang, viel länger als geplant, da durchzubrechen, Mann. Also.